Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ja, heute ist unser vorläufig letztes Tesho in diesem Session. Und in diesem Tesho möchte ich mich nochmal mit der Frage befassen, wie es mit dem Mitgefühl den nicht fühlenden Gegenständen gegenüber verhält. Und als Ausgangspunkt nehme ich mal einen Teil, einen Auszug aus dem Fall 231 des Katosho. Da gibt es ein Beispiel, das heißt, Changshi schaut ein Polospiel an. Gouverneur Wang übte bei Mu Shu Dao Song. Eines Tages fragte Dao Song: Warum kamst du heute zu spät in den Tempel? Ich kam zu spät, weil ich ein Polospiel anschaute, antwortete Wang. Dao Song fragte: Trifft der Mensch den Ball oder trifft das Pferd ihn? Wang erwiderte: Der Mensch trifft den Ball. Ermüdet der Mensch? Fragte Dao Song. Er ermüdet, antwortete Wang. Ermüdet das Pferd? Fragte Dao Song. Es ermüdet, antwortete Wang. Ermüdet ein Pfeiler? Fragte Dao Song. Wang konnte nicht antworten. Er kehrte nach Hause zurück, wo er mitten in der Nacht eine plötzliche Erkenntnis hatte. Am nächsten Tag sah er Dao Song und sagte: Ich verstand, was du gestern meintest. Ermüdet ein Pfeiler? Fragte Dao Song. Er ermüdet, erwiderte Wang. Dao Song erkannte diese Antwort an. Wir hatten ja schon im ersten Tesho den Fall von Tosan, der über den Satz gestolpert war von Choko Kushi: Predigten der empfindungslosen Wesen. Und damals sagte Isan zu Tosan: Uns werden hier auch Predigten von empfindungslosen Wesen gehalten, aber wenige können sie hören. Tosan antwortete damals: Ich bin mir dessen noch nicht sicher. Kannst du mir etwas dazu sagen? Isan sagte nichts, sondern hielt seinen Stock hoch. Tosan meinte dazu: Ich verstehe es nicht. Kannst du mir das erklären? Da sagte Isan: Ich werde dir darüber niemals etwas mit meinem Mund sagen, mit dem mich meine Eltern geboren haben. Auf seine Anregung hin ging Tosan zu Ungarn. Als Tosan zu Ungarn kam, fragte er: Wer kann die Predigten empfindungsloser Wesen hören? Empfindungslose Wesen können sie hören, antwortete Ungarn. Warum kann ich sie nicht hören? Ungarn hielt seinen Stock gerade hoch und fragte: Hörst du sie? Nein.
Kennst du nicht das Sutra, in dem es heißt, Bäume und Vögel, alle meditieren Buddha und Dharma? Da wurde Tosan plötzlich erleuchtet und schrieb den Vers, wunderbar wie wunderbar, die Predigten empfindungsloser Wesen. Wenn du mit deinen Ohren hörst, gehst du fehl. Lausche mit den Augen, dann hörst du sie. Das hat mir schon mal kurz gestreift. Ein Mönch fragte einmal einen Meister, ich will Glück. Der Meister sagte, streiche als erstes ich. Danach streiche will. Dann hast du Glück. So einfach kann es sein. Ja, wir sprachen gestern auch davon, dies ist, weil jenes ist. Das ist die Ursachen, die Schöpfungslehre des Buddha, könnte man sagen. Ja? Der Buddha hat das an ganz vielen Stellen immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ja? Das ist die Lehre vom Entstehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Na, dies ist, weil jenes ist. Dieses ist nicht, weil jenes nicht ist. Dies entsteht, weil jenes entsteht. Dies vergeht, weil jenes vergeht. Das kommt hunderte Male in den Lehrreden aller buddhistischen Schulen vor. Ja, Thich Nhat Hanh hat noch hinzugefügt, dies ist so, wie es ist, weil jenes so ist, wie es ist. Das ist so eine Klarstellung, ja. Praktisch bedeutet das, wenn man ein Möbelstück herstellen will, dann hat das verschiedene Voraussetzungen. Zum Beispiel braucht man Holz, einen geschickten Tischler, Handwerker, Zeit und so weiter. Alle diese Voraussetzungen haben wiederum andere Voraussetzungen nötig. Damit das Holz entsteht, braucht es den Wald, den Sonnenschein, die Blätter der Bäume und so weiter. Den Regen. Der Handwerker, der braucht seine Eltern, die ihn dazu veranlassen, ein Handwerk zu lernen. Ja, die ihn vielleicht auch versorgen mit Frühstück oder wie auch immer, die sein Leben jedenfalls unterstützen. Und diese Dinge brauchen wiederum bestimmte Bedingungen, damit sie entstehen können. Also wenn man so die Gebilde des täglichen Lebens betrachtet, dann können wir feststellen, alles, was im Kosmos enthalten ist, ist zum Entstehen eines Möbelstücks erforderlich. Jupiter, Sonne, Mond, alle, wie sie da sind, werden gebraucht, um so ein Teil hier herzustellen. Erstaunlich, ja? Ja, und wenn man sich diesen Zusammenhang klar macht und dazu übergeht, die Dinge so zu betrachten, dann ist es nicht mehr abwegig, dass man auch kommunizieren kann mit den Dingen, die jetzt nicht im engeren Sinne lebendige und fühlende Wesen sind, wie wir sie kennen, sondern dass wir diesen Bedingungszusammenhang tatsächlich nachgehen und nachfühlen können. Im Hikigan Rokko
gibt es noch das Koan vom Nummer 83 vom Umon. Der alte Buddha redet mit dem Pfeiler. Das ist auch wieder der Pfeiler da. Ja? Der alte Buddha redet mit dem Pfeiler. Wie soll man sich das vorstellen? Ja? Also, als ich in Buddha Party war bei Sai Baba, war ich eingeladen worden auf Veranlassung von Jens Eimann zu dem Buddha Purnima, dem Vesak-Fest, Erleuchtung Buddhas. Und in dieser Halle, in der 4.000 bis 5.000 Menschen gesessen haben und gewartet haben, dass Sai Baba einmal kurz auftaucht, alle freundlich anschaut und wieder verschwindet. In dieser großen Halle gab es eine zentrale Säule. Und diese Säule war in Verehrung des Buddha mit einer orangenfarbenen, also einer Blumengirlande aus lauter orangefarbenen Blumen geschmückt. Eine riesenlange Girlande, ja. Und eine Adresse an das Avatamsaka-Sutra, Blumengirlandenschmuck-Sutra, das längste Sutra des Mahayana-Buddhismus. Also da war diese Säule mit diesem Schmuck. Und ich habe diese Säule von meinem Ehrenplatz aus, habe ich die ständig angeschaut. Und ich fragte mich damals, diese 4.000 Leute, die hier mit mir zusammensitzen, warum warten sie eigentlich auf das Göttliche, was man fotografieren kann? Ja? Sai Baba. Ne? Natürlich durfte man keinen Fotoapparat da benutzen, aber es war klar, dass eher sowas ist, was man auch mit dem Handy hätte aufnehmen können. Ja? Und da saß ich da und schaute diese Säule an und sah da plötzlich so kleine Vögelchen. Die waren am zweiten oder dritten Tag in dieser Halle aufgetaucht. Ja? Und die hielten sich da in diesen Blumengirlanden auf. Und dann dachte ich so bei mir, das Göttliche, was man fotografieren kann, da oben. Mich sollte es nicht wundern, wenn einer dieser Vögel hier zu mir auf die Hand geflogen kommt. Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gedacht, kam einer von diesen kleinen Vögeln zu mir runtergeflogen und warf mir eine orange Blüte zu, die ich immer noch aufgehoben habe. Ja. Das hat mir klar gemacht, dass alles in diesem unglaublichen Bedingungszusammenhang steht. Wir denken, kleiner Vogel, kleine Blüte, und schon können wir wahrnehmen, wie das alles miteinander verknüpft ist. Und hier der alte Buddha redet mit dem Pfeiler. Ja? Also Umon sagte zu seinen Schülern, der alte Buddha redet mit dem Pfeiler. Auf welcher geistigen Ebene spielt sich das nun ab? Und er gab selbst die Antwort. Wolken ziehen über die südlichen Hügel, Regen fällt auf die nördlichen Berge. Sind wir auch nicht schlauer, ja? Aber tatsächlich ist es so, dass wir mit den Gegenständen des täglichen Gebrauchs reden können, und das tun wir ja auch. Und das können wir auf eine freundliche Art tun und das können wir auch auf eine böse Art tun. Manchmal ärgert man sich und dann haut man irgendwie so einen Kochlöffel gegen den Tisch,
in der Küche und der zerbricht, ja. Das ist ungefähr gleichbedeutend, wie wenn ich einen Menschen irgendwie angreife. Wir verzeihen uns das, weil es ja nur ein Holzlöffel ist. Aber es ist nicht nur ein Holzlöffel. Es ist das ganze Universum, was wir da abstrafen. Es ist uns nur nicht bewusst. Und deshalb, wenn wir uns dieses Bedingungszusammenhangs bewusst werden, dann wird es uns immer natürlicher, alles, mit dem wir es zu tun haben, als Verwandtschaft zu betrachten. Ich habe ja schon von dem besonderen Trauerfall in meinem Hause berichtet, als meine 37-jährige Gasheizung aus dem Keller abtransportiert wurde. Jämmerliches Bild auf einer Sackkarre. Diese Heizungsanlage, mit der hatte ich ein inniges Verhältnis, weil sie nämlich ab und zu ausgefallen ist. Sie hatte aber nie so einen Schaden, dass man da Handwerker hätte kommen lassen. Im Gegenteil, es war gut, dass sie keine Handwerker gesehen hat in den 37 Jahren. Denn wie ich von meinem Bruder gelernt habe, sind Handwerker im Haus was Gefährliches. Ja? Die verändern da irgendwelche Dinge und dann hat man wieder nur Trouble. Ja? Also mein Bruder hatte das Problem, dass er seinen Boiler in seinem kanadischen Haus, der war ausgefallen, und seine Frau, die rief einen Handwerker. Kam ein kanadischer Handwerker und hat da alle möglichen Sachen ausgebaut, Heizstäbe und so weiter und so fort. Und mein Bruder eine ziemliche Rechnung geschickt. Mein Bruder kam 3 Wochen später rein, fand diese ganzen Dinge, die der ausgebaut hatte, davor, baute die alle wieder ein, baute die Sachen vom Handwerker wieder aus. Der Boiler funktionierte und er sagte dem Handwerker, er soll seine Sachen wieder abholen. Rechnung wird nicht bezahlt. Und er sagte den Satz, Handwerker haben bei mir Hausverbot. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, aber er hatte eine eigenartige Einstellung. Ja. Er konnte sich mehr auf das verlassen, was er selber gemacht hat, weil er diesen besonderen Kontakt zu der Materie hat. Ich habe immer bewundert, wie mein Bruder, wenn wir zusammen gearbeitet haben in Kanada, wie er genau rauskriegt, was mit den Dingen los ist. Ich hatte einen Elektriker aus Deutschland eingeflogen, der meine Solaranlage da nochmal betreut hat und so. Und dann gab es eine Lampe in meinem Wohnzimmer, die funktionierte nicht. Dann hat der Elektriker da eine halbe Stunde dran sich betätigt und hat es nicht in Gang gekriegt. Kam mein Bruder, nahm die Lampe, 10 Minuten später funktionierte sie wieder. Es hat seine Theorie bestätigt, Handwerker gehören nicht ins Haus. Also es gibt Menschen, die haben so einen besonderen Kontakt zu den sogenannten toten Dingen. Ja? Also der Trauerfall mit meiner Heizung, das war nicht der einzige. Ich hatte auch einen Gasherd, den ich zur Entstehungszeit des Lebensgartens, da brauchte ich einen Gasherd. Ja? Und damals fuhr ich noch zwischen Bremen und Steierberg hin und her und ging morgens in die Bremer Sendo zum Meditieren. Und ich bin auf dem Rückweg nach Hause, da sehe ich, wie die Leute gerade einen Gasherd auf die Straße tragen. Ne? Und dann habe ich gefragt, entschuldigen Sie, funktioniert der Herd noch? Ja, sagten die. Er sah grottendreckig aus, aber die sagten, ja, funktioniert noch. Dann habe ich gesagt, und warum tun Sie ihn weg?
ja, wir haben kein Gas mehr. Können Sie hier noch 5 Minuten stehen bleiben? Ich hole mal eben ein Auto, um den abzuholen. Dann habe ich den abgeholt. Und damals konnte ich noch so ein Gasherd alleine tragen. Das könnte ich heute nicht mehr. Dann müsste ich schon die Gasherde bitten, selber ein Stück zu kochen. Damals jedenfalls ging das. Ich nahm den mit nach Stärch. Dann habe ich den vollständig sauber gemacht. Und er ging und er hielt. Er hatte aber kleine Eigenheiten. Wenn man zum Beispiel den Backofen anmachte, dann gingen die beiden vorderen Flammen nicht richtig. Ja? Ja, wenn man das berücksichtigte, konnte man entweder den Backofen zwischendurch mal ausmachen oder eben die hinteren Flammen benutzen. Ja, und meine Partnerin Susanna, die hat sich über diesen Gasherd aufgeregt, ja, weil sie mit diesen Besonderheiten nicht umgehen wollte. Ich will Glück. 2 Worte streichen hätten geholfen, ja. Sie wollte sich auf den nicht einstellen und hat immer mich gebeten, ich sollte den doch mal ersetzen und so weiter. Und ich kann nicht sagen, wir haben uns wegen dieses Gasherds getrennt. Aber irgendwann ist sie ja bei mir ausgezogen. Der Gasherd war dann noch. Und ich habe mit diesem Gasherd weitergekocht und ich fand diese Eigenheiten, die er hat, irgendwie sympathisch. Ja? War sowas, das unterschied den von anderen Gasherden. Ja? Und Susanna hat dann in ihrer Wohnung natürlich einen top-neuen Gasherd gehabt. Ich habe erlebt, dass sie in der Zeit, als ich mit dieser alten Tante Gasherd noch weiter gekocht habe, die schon bei der Abholung vom Sperrmüll wahrscheinlich 35 Jahre alt war, ja? Also da habe ich noch gekocht und sie hatte schon den 3. neuen Gasherd bei sich in Betrieb. Das war einfach so ein unsterblicher Fall von Anhänglichkeit, ja, von so einem Gasherd. Und schlussendlich habe ich dann doch einen moderneren Gasherd bei mir eingebaut, weil eine Lebensgärtnerin wegzog und den günstig angeboten hat. Da habe ich den ausgetauscht. Aber mir war wichtig, dass mein Nachbar Olaf diesen Gasherd mit diesen Besonderheiten an sich nahm und weiter benutzt hat. Also so, ich war also immer in Kommunikation mit diesem Herd. Ja? Und so gibt es manche Gegenstände, zu denen ich so ein persönliches Verhältnis habe, dass ich trauern kann, wenn sie nicht mehr da sind. Ja. Wie zum Beispiel mein Gasherd, mein Gasheizungsofen. Der steht jetzt in einer Halle, habe ich gehört, bereit, um einzuspringen, wenn es mit der Fernwärme an manchen Stellen doch nicht funktioniert und irgendeine provisorische Heizung eingebaut werden muss. Dann darf er noch mal tätig werden. Ich habe auch mal die Handwerker gefragt, warum diese Gasheizung nicht mehr gebaut wurde, Klöcknerheizung. Sie mir erklärt, die waren zu gut, die sind nicht kaputt gegangen. Jetzt ist es anders. Ja. Jetzt sind die Heizungen mehr so, wie wir alle sind. Ja. Einmal hui und weg sind sie wieder. So, ich wollte aber noch zu dem Pfeiler was sagen. Beziehungsweise überhaupt zu dieser Art des Umgangs mit unserem Universum, sage ich mal. Ja? Mit unserer Erde, mit unserer Umwelt, mit unserer nächsten Umgebung. Ich bin kein geschickter Handwerker und deshalb habe ich auch noch nicht diesen Blick von Handwerkern,
wenn die einen Hammer in der Hand halten, dann wird alles zum Nagel. Ja? Also das kann ich nicht. Ich erlebe das immer wieder, dass Nägel nicht reinfallen in die Wand, wo ich sie haben will. Und mein Hammer, der signalisiert mir dann aufhören oder der Nagel. Und dann stelle ich manchmal glücklicherweise fest, dass ich gerade im Begriff war, durch so eine Elektroleitung durchzugehen. Ja, ja, wunderbar, dass die Werkzeuge mir dabei stehen und mich rechtzeitig warnen. Und als ich in Findhorn war, da habe ich auch was Eigenartiges erlebt. Alle Gebrauchsgegenstände, mit denen unter anderem auch Gäste zu tun hatten, die kriegten da einen Taufnamen. Also die hießen nicht einfach Staubsauger, sondern die hießen irgendwie Egon oder Fritz oder natürlich englische Namen, also Lord Byron oder sowas. Und die wurden auch immer ganz persönlich angesprochen. Ja? Und das war eine Art, diese Werkzeuge zu ehren, mit Achtsamkeit zu behandeln und liebevoll zu behandeln. Und als ich in Japan war, da haben wir ja nun ständig mit Bambusbesen und Bambuskörben und so Laub gefegt und dann waren so kleine Besen dabei und so. Und da fiel mir auf, dass diese Besen unglaublich respektiert wurden. Das heißt, wenn da einer nicht mehr richtig fegte, weil diese Bambusästchen schon so ein bisschen abgenutzt waren, dann wurden neue Bambusästchen genommen, die wurden auseinandergenommen. Dann gab es immer so Paare von Ästen, die zusammenkamen. Es gab sogenannte weibliche Äste, die drehten in der einen Richtung, männliche Äste, die drehten in der anderen. Die wurden zusammengefügt. Das gab dem Besen so Spannung. Und dann wurde der wieder in Betrieb genommen. Und man hatte den Eindruck, mit dem Besen hat da schon Yoshi rumgefegt oder so. Also die wurden einfach geachtet und erhalten. Es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass man auch den toten Gegenständen sowas wie eine Lebensspanne erlaubte und versuchte, die möglichst lange zu halten. Nicht nur, damit sie uns dienen, sondern einfach, weil sie in die Welt gekommen waren, weil sie dieses Universum auf ihre Weise erblickt und bereichert haben. Deshalb. Und wir sind ja jetzt in dieser Zwickmühle, wo wir den Planeten retten wollen. Und da haben wir unsere Klimaretter in der Regierung. Und die setzen auf sogenannte grüne Ökonomie. Das heißt, Wachstum durch Ökoprodukte, Windmühlen, Solarpaneelen und so weiter. Aber Wachstum soll weitergehen. Und ich denke mir, Mensch, wir könnten eigentlich mal so zurückschalten, so zu diesen Bambusbesen hin. Also mal so Gegenstände ehren und achten und erhalten. Und einfach uns begnügen mit einer Auswahl, die uns dient und die unser Leben bereichert und die nicht ständig ersetzt werden muss, sondern wo wir unsere ganze Liebe einfach mal auf die Erhaltung von dem, was da ist, konzentrieren und den Gedanken verfolgen, es genügt. Also es würde vieles in der heutigen Situation uns helfen, wenn wir liebevoll und genügsam mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen würden. Im Bereich des Zen und im Asiatischen, da ist es auch so,
dass man anders forscht als bei uns. Wir forschen ja, indem wir die Sachen auseinandernehmen. Ja? Also ich hatte mal so ein Lehrbuch, Biologie, Schmeil, Band 1 und 2. Ja? Da waren lauter Pflanzen abgebildet, Blüten zum Beispiel. Und da wurde mal angehalten, die Staubgefäße zu zählen. Bei manchen Blüten relativ leicht, bei anderen Sonnenblumen, da hat man schon allerhand zu tun. Ja. Auf jeden Fall, das war so der Inbegriff der Biologie. Also zähl mal, wie viele Beine hat die Spinne und wie viel hat die Biene und so weiter. Und also das waren wichtige Feststellungen dieser Art. Und vor allem wurden die Sachen auseinandergenommen, ja. Also die Blütenblätter da zerzaust und so. Und Suzuki Deisitz, der hat in so einem Seminar mit Erich Fromm mal den Unterschied deutlich gemacht, dass dort geforscht wird, indem man zur Blume wird. Ja, was ganz anderes, ja. Der Buddha ist ja auch, wenn du so willst, zum Universum geworden. Er hat ja gesagt, ich allein zwischen Himmel und Erde, aber er meinte alles. Ja? Und der Buddha hat ganz intuitiv durch Meditation, durch Forschen nach innen festgestellt, Namarupa, Energie und Materie sind eins. Alles hat Geist. Alles. Auch dieses Kissen da vorne. Da sollte man sich überlegen, wenn man das unter den Hintern schiebt, dass das Geist hat. Ja. Und gut, das ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, aber es ist ein möglicher Gedanke. Und wenn alles Namarupa ist, dann ist wirklich alles verwandt. Dann hat alles Zärtlichkeit von uns verdient. Zärtlichkeit gegenüber der Erde, der Welt, dem Wasser, den Regentropfen, dem Schnee. Alles verdient unsere Zärtlichkeit. Im Momokan 37 steht das Korn vom Eichbaum. Ein Mönch fragte einmal den Joshu, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Joshu antwortete, der Eichbaum. Also diese Frage, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt, das ist die östliche Form der Frage nach dem Sinn des Lebens, ja. Welchen Sinn hat es, dass wir hier sind? Da hat der Joshu gesagt, der Eichbaum. Er hat übrigens nicht der Eichbaum gesagt, sondern die Übersetzung ins Deutsche ist der Eichbaum, weil ja der Eichbaum ein deutscher Baum ist. Ja, die deutsche Eiche, das ist ja bekannt, ne, ist der wichtigste Baum in Deutschland, ne, und also der Eichbaum. Also ein sehr wichtiger Baum. Im Chinesischen steht da Wacholderbaum. Der Wacholderbaum wurde gewählt von Joshu, weil er im utilitaristischen Sinne völlig unsinnig ist. Er ist unnütz. Es ist eine unnütze Art Baum- und Krautpflanze, ja. Und können die Handwerker nichts mit anfangen. Ist ja nicht so schlimm, wenn die Handwerker nichts mit anfangen. Aber sagen wir mal so, dann kann man nichts zu Brettern verarbeiten und gar nichts. Ja? Der ist da einfach nur. Übrigens, heute weiß man, dass diese Wacholderbäume doch eine gewisse wichtige Funktion haben.
Die entsenden nämlich Phytonzide in den Wald der anderen, der Eichbäume und der Linden und dieser ganzen wichtigen Gebrauchsbäume. Die helfen nämlich dem Waldsterben ab, weil sie mit ihren Wurzel- und Blattausscheidungen biochemische Substanzen in ihre Umgebung bringen, die NOx-Gase, die wir mit unseren Brennerautos noch verbreiten, damit werden die Waldpflanzenwurzeln geschädigt. Also die Mykorrhiza, die Baumwurzeln umschließt, die wird von diesen NOx-Gasen kaputt gemacht. Und diese Bäume, die eliminieren das innerhalb ihres Einflussbereichs. Genauso wie die verfemte Traubenkirsche. Ein Baum, der irgendwie mal aus Nordamerika hier eingeschleppt worden ist. Ein absoluter Nützling des Waldes ist, aber von den Förstern gehasst wird, weil er hier nicht hergehört. Bill Mollison hat zu dem Thema mal gesagt, ich verwende nur Pflanzen von meinem Heimatplaneten, die Erde. Ja, ist im deutschen Wald nicht so leicht umzusetzen. Ja. Kurz und gut, Josho sagt also, der Wacholder oder die Eiche, auf die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Die Eiche. Naja, was sollen wir damit machen? Ja? Die Eiche, die Eiche. Also es ist eine Aufforderung im asiatischen Sinne, werde mal zu dieser Eiche, werde mal dieser Wacholderbusch. Für uns wäre besonders interessant, dieser Wacholderbusch zu werden, weil wir dann mal unsere ganzen Nützlichkeitserwägungen auf der Strecke lassen können. Wir könnten einfach mal sein. In der Sonne, im Regen, Wolken, Mond, könnten einfach sein. Und das war ja auch wahrscheinlich Joshus Intention. Frag nach dem Sinn des Lebens, sei zärtlich mit dem Wacholderbusch, ja. Dieses Koan, das entstammt den Aussprüchen von Josho. Es gibt so 333 Koans von Josho. Und in diesen Aussprüchen, da ist dieses Koan noch um eine Variante erweitert. Nämlich ein Mönch fragte, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Meister, die Eiche oder der Wacholderbaum. Mönch. Bitte, Meister, lehre uns nicht, uns auf Objektivität zu beziehen. Also den Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt zu vollziehen geistig. Ja? Was wir nämlich ständig tun. Ja? Das sind ja alles hier Objekte und ich bin hier das Subjekt. Und so, und der Joshua sagt, ich lehre euch nicht, euch auf Objektivität zu beziehen. Nee, dies ist, weil jenes ist. Das ist nicht Objektivität. Das ist große kosmische Subjektivität, wenn überhaupt. Ja? Dann sagt der Mönch, na, welchen Sinn hat es dann, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Josho, die Eiche. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Eiche, ja. Und viele schaffen das auch, also so einen Eichbaum im Doksan-Raum wirklich erscheinen zu lassen, also mit Ästen und Wurzeln und allem drum und dran, ja. Ich kann das dann sehen, dass die da jetzt plötzlich zur Eiche geworden sind oder sowas. Und das ist aber nicht nur eine Frage des Sehenkönns, sondern die Frage ist, verstehen wir denn jetzt tief,
was eine Eiche ist. Verstehen wir das wirklich? Sind wir dem Wesen näher gekommen, der kosmischen Allverbundenheit, die uns dieses Wesen vermittelt? Und sind wir auch entsprechend beraubt worden? Der Myoshinji-Gründer Kansan Egen, der hat sich auch mit diesem Koan beschäftigt und hat das große Erwachen mit diesem Koan erreicht. Und er war der Gründer des Myoshinji-Tempels und er hat überhaupt keine Sache, keinen Satz oder keine schriftliche Sachen überliefert. Unser Roshi, der hat, obwohl er Philosophieprofessor war, hat er nur so ein paar dünne Heftchen hinterlassen, ja. Die beschäftigen sich mit Sein und Nichtsein und darüber hinaus. Und er hat wenig Impulse, was Schriftliches zu hinterlassen. Er kann sein Egen hat gar nichts hinterlassen. Und irgendwann kam ein berühmter chinesischer Zen-Meister und wollte nach Japan das sogenannte Obaku-Zen bringen. Also das echte Zong-Zen, wie es halt in China geübt wurde und so. Kam er auch nach Myoshinji, war eins der beiden Leitklöster, wollte sich mal so ein Bild verschaffen, wie die denn da in Japan nun die Rezeption des Zen bewältigt haben. Und da wurde er auch an das Grab von Kansan Egen geführt, zum Myoshinji natürlich. Und dann fragte er, und was hat der Kansan Egen, der Gründer dieses Tempels, denn nun für Schriften hinterlassen? Kann ich da mal sehen? Und da musste der Führer dieses berühmten Meisters Ingen, der konnte nur von einem Satz berichten, nämlich Kansan Egen, übrigens der Lehrer des Kaisers, ne, der sagt, ja, unser Gründer hat nur einen Satz überliefert. Von ihm wird berichtet, das Koan, die Eiche, hat die Wirkung eines Banditen. So klug und erschreckend. Es nimmt uns alles weg. Ja, als der Besucher diesen Satz gehört hatte, sagte er ehrfürchtig, dieser einzige Ausspruch ist mehr wert als 100 Bände mit Reden. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.